Er ist 37 Jahre alt, liebt es, mit Holz zu arbeiten und spielt leidenschaftlich gerne Fußball. Das wäre an sich noch nichts Ungewöhnliches, wenn der Mann nicht im Rollstuhl säße. Matthäus Salley aus Frauenkirchen bewältigt sein Leben und lebt seine Leidenschaften mit einem Elektrorollstuhl. Wie das funktioniert, zeigen uns drei Studierende der Fachhochschule Burgenland, die Matthäus Salley begleitet haben. Ich heiße Matthäus Salley und bin jetzt 37 Jahre und bin Mitglied bei den Wild Wills. Ich bin der Tormann und ich verteidige das Tor, dass kein Ball reinkommt. Das Arbeiten mit Holz zählt zu seinen Aufgaben im Wohnheim in Frauenkirchen. Eine Arbeit, die ihn begeistert. Besonders das Schleifen macht Freude. Zwar dient der E-Rollstuhl als Hilfsmittel im Alltag, gewisse Voraussetzungen mussten aber geschaffen werden. Besondere Umbauten haben auch die Wohnung von Matthäus rollstuhlgerecht gemacht. Circa 40 Quadratmeter kann er sein Reich nennen. Die Basisausstattung eines Rollstuhls wird von der Krankenkasse bezahlt. Zusätzliche Anforderungen müssen privat bezahlt werden. So ein Rollstuhl mit Entspannungsfunktion etwa kostet so viel wie ein Kleinwagen. Mit Hilfe dieses Rollstuhls ist es Matthäus aber auch möglich, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Viele Züge bieten bereits Vorrichtungen für Rollstuhlfahrer an. Auch zu den Turnieren und Trainingseinheiten der E-Rolli-Mannschaft fährt er eigenständig mit der Bahn von Frauenkirchen nach Wien. Es ist sehr schön, mit den anderen spielen zu können. Mein Ziel ist, dass ich ein Nationalteam werden möchte. Der größte Erfolg war, dass wir Erster waren. Für Matthäus und alle anderen E-Rolli-Fußballer gilt, nicht verstecken, neue Möglichkeiten entdecken. Schönes Motto.